Was ist das, fragt ihr euch? Lasst es mich euch kurz erklären. Ich habe vor einigen Tagen einen kleinen Trend in den USA mitbekommen und es ist sehr selten so, dass ich vor allem bei Beauty-Trends sage, ey, das ist so witzig, dieses Video. Ich habe mir 20 davon angeguckt und finde es immer noch witzig. Diese Sache ist einfach geil, geil, geil. Ich will das auch machen. Macht halt einfach gar keinen Sinn, sich eigene Sachen auszudenken. Hat alles keinen Erfolg, außer es kommt aus den USA. Ganz kurz und schmerzlos erklärt, ich meine, so gut wie jeder von euch, auch wenn ich sehr, sehr viele Jungs habe, die meine Videos schauen, aber irgendwie hat doch jeder von euch schon mal ein Beauty-Video geguckt. Meistens ist es halt so, dass sich Leute schminken vor der Kamera und es dann nachher nachvertonen und dann erzählen, was sie gemacht haben. Warum sie das nicht gleichzeitig erzählen, während sie es machen, weiß ich nicht, aber das ist irgendwie so ein Ding, so Commentary-mäßig. Ich weiß, also keine Ahnung, kann ich mir nicht erklären. Und in diesem neuen Trend, der gerade rumgeht, da kommentieren dann nicht die Beauty-Mädels selbst, sondern ihre Boyfriends oder Väter oder Brüder oder I don't know. Und was dabei rumkommt, ist so unglaublich witzig, dass ich gedacht habe, okay, Revinzeit, das müssen wir machen. Der kleine Twist daran ist halt auch noch, dass weder ich Ahnung habe, was ich mit meinem Gesicht anstelle. Und ich meine, also Revi schon mal gar nicht. Bin gespannt, was dabei rumkommt. Also okay, das Ergebnis könnt ihr ja schon sehen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dieses wunderschöne Make-up schminken wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Aber ganz besonders solltet ihr dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, was Sebastian dazu zu sagen hat. Tuh. So, jetzt fasse ich mir mal kurz in die Haare. Das ist voll die schönen Haare. Hallo, ich bin Jody. So, erstmal einen Zopf machen, ist klar. So, Haarband rein, so, voll schön. Oh, Nase. Oh, das ist eine Creme, die nehme ich jetzt. So, erstmal ein bisschen grundieren mit der Creme von Revi, weil ich habe kein eigenes Geld. So, dann nehme ich das. Da, oh, was habe ich, was suche ich jetzt? Irgendwas stinkt hier. Das war ich, habe gepupst. So, erstmal aufs Handy gucken. Hier, seht ihr das? Da. Jetzt labere ich gerade ein bisschen und singe. So, jetzt schminke ich mir hier oben mal meine Augenbraue, weil ich würde gerne aussehen wie Cara Delevingne. Nehme ich mal ganz kurz hier so mein Edding und reibe mir das schön in die Augenbraue rein. So, die andere Augenbraue noch dazu. Supi, toll. Wird richtig schön. Oh, ich bin ein schöner Clown. Oh, was war das denn jetzt? Also, kurz hier lästige Barthaare raustupfen. Oh, das tat ein bisschen weh. Jetzt nehme ich hier ganz kurz das, ich weiß nicht, was das ist, oh, das sieht aus wie Kacke. So ein bisschen verreiben so. Ja, jetzt habe ich hier so einen Schwamm, der sieht aus wie ein Spülmaschinentab. Erstmal kurz ein bisschen über das Gesicht gehen. So, andere Seite, schön über die Nase. Jetzt nehme ich hier noch irgendeine Creme, die ich nicht kenne, keine Ahnung, habe ich bestimmt auch nicht selber gekauft. So, ein bisschen verreiben, sehr schön. Unterm Auge ist ganz wichtig, weil ich habe immer Augenringe, weil ich so viel trinke. So, jetzt schön mit dem Mittelfinger, damit ich den Zuschauern sehe. Nut, ich bin gern nackt. Ich bin gern. So, hier, das ist meine Hauttonfarbe, genau. Seht ihr, ich sehe keinen Unterschied, egal. Ich versuche das mal hier. Ich sehe einfach so aus, als könnte ich das, aber ich habe voll die Flecken im Gesicht. Na, egal. Jetzt nehme ich das, schminke ich da oben mal, schminke mir blaue Augen, als hätte mich jemand verprügelt. Voll cool, oder? So, jetzt unterm Auge noch mit dem Edding ein bisschen malen. Supi. Andere Auge auch, ja. Ach, scheiß Haare. Oh, jetzt habe ich hier so einen Stift, den habe ich gefunden. So Feinliner von meinem Schulmäppchen. So, schön die Augen, schön Gothic-Emo, damit auch jeder sieht, wenn ich geheult habe. So, jetzt hier oben, auch da nochmal. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, habe ich da reingemalt? Ja, tat ein bisschen weh, ist egal. Geiler Schmerz, weitermachen. So, jetzt male ich unten in mein Auge rein. Ja, ich bin froh. Ha, ich habe Drogen genommen. Weihnachtsbaum. Oh, jetzt habe ich hier, oh, falsche Barthaare. Ich klebe ich mir mal ganz kurz unter die Nase jetzt, ganz vorsichtig. Oh, das ist nicht die Nase. Ja, egal, da passt es auch. Klebe ich mir einfach unter das Auge oder aufs Auge. So, kurz wedeln, ne? So, trocknet bestimmt schneller, macht überhaupt keinen Unterschied. So, jetzt nehme ich mir noch hier das Ding, klebe mir das mit weißem Bastelkleber von Art Attack einfach ans Auge dran. Keine Ahnung, ob es wieder abgeht, aber Hauptsache geil aussehen, ne? Oh, die sind voll schief. Ja, egal. Aua, jetzt ist mein Augenlid zugeklebt. Ja, egal. Brauche ich eh nicht. So, jetzt gehe ich natürlich über die falschen Wimpern nochmal, um es noch fälscher zu machen mit so einem Barthaartrimmer drüber, wie heißt das? Wimpernkack. Wimpernkack, so, ein bisschen Wimpernkack aufs Auge. Sehr schön. Das ist super. Oh, jetzt habe ich mir ins Auge. Ah, ich weine gerade ein bisschen. Ich habe ein bisschen Kleber im Auge. Ah, egal. So, jetzt nochmal mit dem Stift schön die Kleber verreiben, damit das besser aussieht. Habe ich mir wieder ins Auge? Ja, habe ich, egal. Einfach weitermalen. So, male ich meine Augen viel länger, als sie sind, weil macht ja Sinn. So, was mache ich jetzt? Lippenstift fehlen, oder? Haare. Ah, ne, hier. Puder. Klar. So wie ein echter Clown aussehen. Erstmal schön hier den Maul reinsaugen. So, da war ein kurz Schwarzbild. Egal. Einfach weitermachen. So, hier. Schön. So, alles mal schön. Man sieht überhaupt keinen Unterschied. Ist mir egal. Ich mach das trotzdem, weil ich denke, meine Nase juckt. Oh, kommt, alles juckt. Was habe ich jetzt hier? Aha, rot. So, das kommt natürlich jetzt auf die Backen drauf, weil es ist ja eh nicht kalt draußen. Da hat man eh nicht schon rote Backen. Das hilft natürlich weiter. Was habe ich jetzt hier? Das ist kaputt. Das ist mir hingefallen beim. Hingefallen ist mir das. So, weitermalen einfach. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite ein bisschen. Supi.
Ja, jetzt nochmal schön durch die Haare, aber Kopfschütteln. Ja, sehe ich toll aus? Ja, hallo? Ja, bisschen. Soll jetzt ein paar Beauty-Shots machen fürs Video. Schön mit dem Licht von hinten, damit man besser aussieht. Schön verliebt in die Kamera. Oh ja, ich bin so verrückt. Ha, girly Lifestyle. So. Okay, ciao. Habe ich. Es war gut. Ich bin der geborene Synchronisationskünstler. Danke, dass du mir sagst, wie hässlich ich bin. Tschüss.